Na, ihr Abenteuer, habt ihr mich wieder gefunden? Sehr schön, denn es gibt wieder einen neuen Teil von Lasset uns daddeln, Pillars of Eternity. Ja, wie ich euch in der letzten Folge versprochen habe, möchte ich mir jetzt mal den Elfen, den wir neu dazu bekommen haben, angucken, den Alos. Was das überhaupt für einer ist. Und wir haben es ganz offensichtlich mit einem Zauberer zu tun. Aber als solchen hat er sich auch schon vorgestellt. Haben jetzt also eine Gruppe aus zwei Magiewirkern, was noch ziemlich spannend werden könnte, wenn wir keinen Kämpfer in der vordersten Reihe haben, der sich um die gröberen Sachen kümmert. Erfahrungstechnisch liegt er ja minimal unter uns. Hintergrund Aedir, Adel, nichts, was man nicht auch schon aus dem Gespräch rausgehört hätte. Die Werte, ja, ebenfalls sehr intelligenzbasiert, auch wenn ich ihn dann noch ein bisschen überflügel. Allerdings hat er eine etwas bessere Verfassung als ich, da bin ich doch relativ niedrig gegangen. Was ihm aber auch nicht so viel mehr Gesundheit jetzt beschafft, sogar noch weniger. Aber er ist ja auch nicht ganz so kämpferisch wie ich. Von daher geht das ja alles in Ordnung. Aber er hat irgendwie um einiges mehr Abwehr. Wo hat er diese Abwehr? Durch die Verfassung oder? Ah, der hat hier einen viel besseren Wahrnehmungswert. Der könnte ihm doch deutlich Abwehr gegeben haben. Oh, und ich habe kritische Müdigkeit. Das könnte auch geringfügig dazu beitragen. Und um diese Müdigkeit mal loszuwerden, werde ich dann einfach mal in die Schenke. Mal sehen, ob wir jetzt ohne Prügelei oder so durchkommen. Pasca, komm her, Pasca. Oh, Orleaner gibt es. Juhu. Mein Volk. Auf diesen Tellern gerinnt eine bräunliche Brühe. Es riecht verbrannt. Oh, beste Schenke des Dorfes. Und die einzige. Oh, hallo und willkommen in der Schenke zum schwarzen Hund. Die Schankwirtin beugt kurz ihren Kopf. Freie Platzwahl. Willst du etwas trinken oder ein Zimmer? Wir haben gerade zwei frei. Leider können wir heute nicht besonders schmackhaftes Essen anbieten. Sie seufzt. Es sei denn, du findest Gefallen an kalten Haferbrei. Ich könnte einen zuverlässigen Helfer gebrauchen. Kennst du jemanden, der nach Arbeit sucht? Oh, naja, ich kann nicht gerade von mir behaupten, aus Erfahrung zu sprechen, aber ab und zu wird eine bestimmte Art von Leuten hier auf der Suche nach Arbeit vorstellig. Wenn du jemanden anwerben möchtest, werde ich sehr gerne zu dir weiterschicken. Lass mich mal sehen, mit was ich arbeiten kann. Oh. Kann ich hier namenlose Abenteuer annehmen, oder wie? Räume. Arbeiters Rast, Dürrwalds Stolz. Oh, ich glaube, erstmal tut es der Gemeinschaftsraum. Ich muss Geld sparen. Oh. Traum, oder wie? Du schläfst ruhelos und fieberhaft. Und im Schlaf wirst du von Gezische und Geflüster attackiert, über das sich ein erstickendes Angstgefühl wie eine Decke legt. Du öffnest die Augen, um aufzuwachen, und findest dich vor dem Galgenbaum im Goldtal wieder. Das Knarzen der Seile wird in deinem Verstand immer lauter, bis das Geräusch ohrenbetäubend ist. Am Baum hängt eine alte Zwergin, deren Gesicht wie eine zerfallende Frucht nach innen gesunken ist. Ihr Kopf hängt schlaff zur Seite. Als du sie ansiehst, wird sie in deinem Verstand immer größer und größer, bis sie schließlich nur noch wenige Zentimeter vor deinem Gesicht entfernt ist. Urplötzlich reißt du den Kopf nach oben und ihre leeren Augen auf.
Die dahinterliegende riesige Leere lässt dir den Magen in die Knie sinken. Sie öffnet langsam den Mund und begleitet von einem widerlichen Luftstoß dringt ein einzelnes Wort an deine Ohren. Wächter! Du reißt dich aus deinem Traum, aber der üble Geruch der Zwergen steht dir immer noch in der Nase. Der Schweiß läuft dir den dicken Tropfen von der Stirn und deine Haut ist von Kopf bis Fuß schweißnass. Du erinnerst dich an die Frau. Du erinnerst dich daran, ihr verfallenes Gesicht gesehen zu haben, als du mit dem Magistrat sprachst. Beseelerin, so hatte er sie genannt. Obwohl du dich mit einem mulmigen Ahnung erfüllt, spürst du einen merkwürdigen Drang, diese Frau noch einmal zu treffen. Auch wenn du nur sicher gehen willst, dass sie wirklich tot ist. Oh, da habe ich mich ja richtig verhaspelt. Ich sollte nicht so später Stunde aufnehmen, habe ich den Eindruck. Oder mal ein kleines Wässerchen zu mir nehmen. Falls ich meine Flasche gerade finde. Oh, da habe ich sie. Verzeiht mir diese kleine Unterbrechung. So, nach der Erfrischung darf es dann auch mal weitergehen. Ja, ich weiß, ich hätte das mal lieber vormachen müssen. Aber klappt halt nicht immer alles. Gut. Hallo mal wieder. Kann ich etwas für dich tun? Wir haben noch Zimmer frei und zu früh zum Trinken ist es nie. Freie Platzwahl kennen wir ja. Könnte ich mir ansehen, was du zu verkaufen hast? Ados öffnet den Mund, scheint es sich dann aber anders zu überlegen. Für mich nichts, danke. Natürlich, zurzeit sind wir bei uns die Waren ein bisschen knapp, aber wir sollten schon bald mehr bekommen. So, was kann ich verkaufen? Kleiner Schild. Wobei, ich gehe damit zum Schmied. Mit dem Rest. Gruppenverwaltung. Was habe ich denn hier? Das ist der Laden. Abenteurer. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Oder nee, noch nicht ganz. Gruppe. Ach so, da kann ich damit wechseln. Und da habe ich das Geld. Dann mal auf zur Schmiede und natürlich auch zum Baum, da ich ja nach dem Spiel zu urteilen unbedingt dorthin will. Und ich bin auch wirklich gespannt, was da noch so abgehen wird. Aber erstmal zur Schmiede. Vielleicht kann ich ja von meinem Geld gleich auch was Neues holen. Außerdem ist eine Schmiede... Ui, das ist aber ein großes Ding. Das ist geräumig. Boah, da sind mehrere namhafte hier. Das ist ja schön, ist das. Dann spreche ich erstmal diese Gestalten an. Der ist bunt. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Oh, dann erkund ich mal. Du siehst einen Mann, der heimlich und alleine hinter einer Reihe ungeschnittener Büsche kauert. Seine Augen sind auf eine ebenso wunderschöne wie schreckliche Delemgarn gerichtet, die mit halboffenem Mund ein Lied summt. Auf ihrer Schulter sitzt ein sanft trällender Vogel mit fantastischem blau-orange gefarbenen Gefieder, was den Mann völlig entzückt. Die Beschaulichkeit der Situation wird durch das erschrockene Krächzen des Vogels gestört, als der Mann zitternd und zögerlich aufsteht. Die Delemgarn lächelt ansatzweise und winkt ihn mit zwei zweigartigen Fingern zu sich. Oh, was für ein Zungenbrecher. Während er sich
Während er sich ihr nähert, sagt sie kein Wort, aus seinem Mund aber kommen Geräusche der Ehrfurcht und Bewunderung. Neckisch und verführerisch wartet sie auf ihn, und mit quälender Langsamkeit steht er endlich vor ihr. Dann ändert sich etwas. Sie sieht etwas schlaff von der Seite hängen und beginnt zu zischen. Ihre Finger sind plötzlich zu Klauen geworden und ihre Augen schwarz vor Hass. Zu seiner Axt oder seinem Zauberbuch zu greifen, dafür bleibt ihm keine Zeit. Und kaum hat er sie zugeschlagen, ist sie auch schon verschwunden. Der einzige Beweis ihrer Existenz, das zitternde Wrack am Boden. Er schnappt sich sein Zauberbuch trotzdem und beginnt zu singen. Die Worte aber, Worte einer magischen Sprache seiner eigenen Vorstellung, die er in wahnsinniger Kurzschrift hingekritzelt hat, klingen hohl und die Stille setzt sich unvermindert fort. Er dreht sich um und zuckt vor jemand oder etwas mit den Achseln, aber wenn dort etwas ist, so kannst du es nicht sehen. Okay, was auch immer. Ja, schaue ich mir auch mal von Dulgan Stahlrufer das Bar an. Du siehst eine Gruppe von Abenteurern von Xaurips umzingelt und angegriffen wird. Dieser Mann ist bei ihnen, zeigt angesichts des Kampfes aber scheinbar Unbekümmertheit. Wie er so inmitten seiner Kameraden steht und mit fast glücklicher Miene singt, scheint er gar von Geschehen losgelöst zu sein. Seine Stimme ist mächtig und tief und donnert wie ein perfekter Gegensatz zum Chaos der Schlacht über die Kämpfer hinweg. Das Schlachtfeld ändert sich mit jedem seiner Sätze. Seine Verbündeten leuchten in blauem pulsierenden Licht auf, das die Xaurips um sie herum einfriert. Aus dem Boden erhebt sich ein flammender Scheiterhaufen, der die Kreaturen zerschneidet und verbrennt und sie in alle Winde zerstreut. Einer der gefallenen Xaurips explodiert plötzlich, als drei riesige Maden aus seinem Körper krabbeln und die verbliebenen Feinde attackieren. Völlig gefesselt von der Freude des Augenblicks singt der Mann weiter, bis schließlich noch einer der Kreaturen steht. Als sich der Mann ihr immer noch singend nähert, bleiben seine Verbündeten zurück. Er greift sich seinen Hammer und zieht ihn gegen den Xaurip durch. Sein Satz endet genau dann, als der Hammer den Schädel einschlägt und den Zauber unterbricht und sein Lied beendet. Ja, schöne Beschreibungen, aber natürlich auch immer ein bisschen, ja, lang und umfangreich. Deswegen lieber mal zum Geschehen. Diese Aumauer ist beeindruckend gebaut und ragt turmhoch über den Tresen. Seine Hautfarbe ist so dunkelblau wie die Tiefsee und seine kräftigen Arme sind voller definierter Muskeln. Sein kantiges Gesicht, das gleichermaßen mit Ruß und ausschweifenden Tätowierungen bedeckt ist, wird von kleinen Ohren eingerahmt. Er lächelt dir breit zu, als du dich näherst. Willkommen! Du bist das erste neue Gesicht, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn hier? Ich fürchte, du kommst zu einer seltsamen Zeit zu uns. Das Angebot ist mehr das, was es einmal war. Trotzdem haben wir noch gute Waffen und Rüstung zu verkaufen. All das haben wir hier im Schwarzen Hammer geschmiedet. Wieder mal ein schöner Schreibfehler. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Natürlich, besser wirst du nirgendwo finden. Ui, diese Sachen haben doch, sagen wir mal, stolzen Preis. Achso, da muss ich das hinpacken. Jo, auch das und das und... Kann man das noch irgendwie für Handwerk oder so? Nö, steht nur Jagdtrophäe, dann verkaufe ich den Scheiß doch mal. Oh, eine Lederrüstung kann man auch mal gut hier verkaufen. Das gleiche mache ich mal mit einem Schild. Das, das, und das, und das, und das. Handeln. Das, das. Oh, nö, ein Rapier möchte ich behalten. Das hat irgendwie was. Jupp.
Schuppenpanzer. Ah, den kann ich vielleicht noch gebrauchen. Oh, ich werde reich. Purer Reichtum. Trank der schwachen Regeneration. Bier. Ale. Hm? Oh, ich wollte ja das Buch gleich lesen. Gute Idee, gute Idee. Das hier sind Zutaten. Sonstiges. Joa, das kann ich ja wieder verkaufen. Ebenfalls so eine schicke Fackel. Handeln und futsch mit mir. Genau, ich wollte ja mal kurz gucken, ob sich hier was Interessantes befindet. Ah, mache ich vielleicht später mal. Wir haben jetzt schon genug uns aufgehalten. Ich möchte zumindest noch eine kleine produktive Sache hier machen, bevor die Folge zu Ende ist. Und sei es einfach mal zum Baum hinzugehen. Kurz mal Quick Save machen, einfach weil wir es können. Hoffentlich werden dann auch mal meine Lesekünste etwas besser. Oh, da ist sie ja. Calera de Branzi. Seltsamer Name für eine Zwergin. Der gedrungene, aufgeblähte Körper einer alten Zwergin baumelt von einem krummen Ast, der sich durch den Zug ihres Galgenstricks durchbiegt. Das aufgedunsene Fleisch ihres Halses, das stellenweise wie Motten zerfressene Laien aussieht, stülpt sich über das Seil, an dem sie hängt, und ihr lebloser, nach vorne gebeugter Kopf rollt beim Wechsel der Brise steif von einer Seite zur anderen. Du nimmst um sie herum ein schwaches Leuchten wahr, das aber keine Schatten auf seine Umgebung wirft, sich aber lauwarm anfühlt. Du glaubst, nach ihm greifen und es berühren zu können. Aber nicht mit deinen Händen, sondern mit einem Aspekt deiner selbst, das keine weltliche Dimension hat. Nach der Frau greifen. In klare Gedanken, fassen dich auf dein Ziel konzentriert, holst du tief Luft. Als du ausatmest, merkst du, wie du dich nach einer hängenden Frau ausstreckst. Du nimmst alles, was zwischen dir und ihr liegt, mit neuem, ungewohntem Bewusstsein wahr. Nachdem du dich weit genug gestreckt hast, um sie zu berühren, gibt es deinen Verstand einen plötzlichen Ruck. Ein klingendes, elektrisches Aufbrennen von Bildern, Worten und Geräuschen. Du schließt unwillkürlich deine Augen und spürst, wie du an einem Ort, der nur von dir und der hängenden Frau eingenommen wird, in eine Art tieferes Bewusstsein hineingezogen wirst. Als du deine Augen wieder öffnest, starrt sie dich mit milchigen Augen an, wobei ihr Körper noch immer im Wind schaukelt, den du nicht mehr spürst und an einem Baum hängt, der nun in einer nebligen Leere steht. Die Frau nickt dir langsam zu, was das Seil knarzend quittiert und lächelt dich an. Bist du wegen mir gekommen, Schätzchen, oder hast du dich verlaufen? Sie kneift ihre Augen zu, als sie zu dir hinabspielt. Ah, ich glaube beides, ja? Bilde ich mir das ein? Sie überlegt einen Moment lang und schaut an ihrem eigenen schlaffen Körper hinab. Nein, ich glaube nicht. Ihre Zunge schnalzt und sie schüttelt ihren Kopf. Ach, wie schade. Wäre doch einfacher gewesen, keine Gnade, sich keine Fragen stellen zu müssen. Doch leider sind wir hier, du und ich. Wobei sich die Frage stellt, wo hier sein könnte. Wie kannst du noch mit mir sprechen? Caldera bewegt ihre Zunge so im Mund herum, als ob sie ihn überprüfen würde. Ist es das, was wir tun? Vielleicht scheint es nur so zu sein. Vielleicht ist das einfachste Weg für deinen Verstand, es zu verstehen. Sie lächelt dich mütterlich an. Ich glaube, es ist eine äußerst gute Wahl. Ich muss verstehen, was mit mir geschehen ist. Sie nickt mit mitleidigem Gesicht. So, als ob sie ein Kind trösten würde.
Du meinst, dass die Welt ein bisschen anders aussieht als sonst? Fühlt sich das so an, als würdest du Dinge, die schon immer da gewesen sind, zum ersten Mal bemerken? Sie nickt. Du hast hinter den Schleier gesehen. Es dauert nur einen Augenblick. Deine Seele erinnert sich daran, richtig? Sie erinnert dich, wie sie es miterlebt, wenn sie den Körper verlässt, so als ob du dich an deinen Traum erinnern würdest, den du schon lange vergessen hattest. Sie nickt wieder. Jetzt bist du ein Wächter und ein Wächter wirst du auch bleiben. Was ist denn ein Wächter? Ja, in der Tat, was ist das? Mit dem Studium solcher Dinge haben sich viele Seelen lange Stunden verbracht. Ich aber nicht, ich nicht. Ich werde dir aber alles sagen, was ich weiß. Das ist nur gerecht. Und hier sind wir beide also auf Besuch und es erinnert mich an bessere Zeiten. Seelen werden weiterbegeben. Manche sagen, dass es durch Adrarsteine geschieht, den Adern der Welt. Die Seelen verlassen die Welt für eine Weile und werden dann sie wiedergeboren. Manchmal mehr als zuvor, normalerweise aber weniger und selten dieselben. Bei allen Seelen gibt es eine Zeit, in der sie nicht mehr leben, aber auch nicht weitergegeben worden, und diese Steine streifen wie du und ich über die Welt. Entweder im Aufbruch oder aber verloren. Niemand aber kann sie sehen, weil sie vergessen haben, wie das geht. Ein Wächter aber kann sie sehen. Er weiß, nach was er suchen muss. Und manchmal kennen sie eine Person nur durch bloßes Ansehen. Sie wissen, wo vergangene Zeiten waren, als ihre Körper andere Körper waren. Sie sehen Erinnerungen, an die sich selbst deren Besitzer nicht erinnern können. Ein wahres Wunder, wenn alles gut geht. Ein Wunder. Was hast du mit, wenn alles gut geht, gemeint? Oh, sicherlich nichts, von dem man Angst haben müsste. Für manche ist es einfach zu viel. Manchmal gibt es Probleme mit dem Einschlafen oder andere Schwierigkeiten. Sie lächelt dich beruhigend an und fächert ein Büschel lange Haare aus, die ihr aus einer Wange sprießen. Ein angeregter Glanz zieht sich über ihre trüben Augen. Du solltest nach altem Meerwald besuchen. Du solltest den alten Meerwald besuchen. Er könnte dir sicherlich mehr erzählen als ich. Ein Wächter, so wie du, hat seinerzeit vielen geholfen. Jetzt hat er sich in einer Burg zurückgezogen, die niemand beanspruchen möchte. Nicht weit, nicht weit. Kaednua. Jenseits der Schwarzauen, die Gesellschaft wird er willkommen heißen. Ich glaube, ich habe einen Biwak überlebt. Kannst du dir vorstellen, warum das geschehen ist? Caldera schätzt dich einen Augenblick lang mit gelehrtem Interesse ab, bevor sie mit ihrem fröhlichen Verhalten fortfährt. Wirklich, Schätzchen? Na, das wäre aber was, nicht wahr? Könnte Glück sein. Könnte wirklich so sein. So ein Sturm kann ein nachlässiges Ding sein. Oder vielleicht hatte er deine Seele schon in den Händen, konnte sie aber nicht mit hochnehmen. Wenn eine Seele im Laufe ihrer Existenz in einem Stück geblieben ist, kann sie nämlich ganz schön schwer sein. Üblicherweise nennen wir Experten sie starke Seelen. Sie denkt über etwas nach und lächelt traurig. Nannten, meine ich, Nannten. Diese Tage liegen alle hinter mir, nicht wahr? Sagst du, dass Seelen im Laufe der Zeit auseinanderbrechen? Oh ja, Entropie, Röhm ganz Werk. Wir wissen wenig darüber, warum oder wie es geschieht. Wenn wir sterben, verlieren wir Stücke unser Selbst und nehmen bei unserer Wiedergeburt Stücke anderer auf. Aber weniger als wir verloren haben. Wir versuchten es mit Hilfe der Beseelung aufzuhalten. Aber wir hatten damit kaum Erfolg. Oh nein. Nur sehr wenige können Rürmgards Einfluss widerstehen und durch eine Art trotzende Kraft intakt bleiben. Zumindest für eine gewisse Zeit. Letzten Endes aber kann keine von ihnen ewig standhalten, glaube ich. Sie schnalzt mit der Zunge. Ich möchte mehr über dich wissen. Mich? Sie schüttelt protestierend den Kopf.
Ich werde dich aber zu Tode langweilen. Wer bist du? Sie seufzt leicht, was ein Käfer aus ihrer Wange herausjagt. Und ich dachte, du hättest bewusst mich besucht. In einem vermeintlichen Knicks drehen sich ihre Arme steif nach außen. Caldera de Beranzi von Königreich Valanischen Akademie der Beseelung. Ich mag zwar nicht die beste von ihnen gewesen sein, aber auch ich kam hierher, weil hier Hilfe benötigt wurde. Was ist mit ihnen passiert? Sie lacht. Zwischen ihren buttergelben Zähnen hindurch entkommt ihr ein kratzendes, ersticktes Gegacker, was ihren Kopf mit jedem Lachkrampf hoch und runter hüpfen lässt. Als sie deine ausdruckslose Miene bemerkt, fängt sie sich wieder. Ach, jetzt komm aber. Was für eine Frage. Als ob die Antwort darauf nicht so einfach wie ein zum Galgenstrick gebundenes Seil wäre. Lass eine alten Zwergen doch ihre letzte Hochstimmung. Nun, ich ging dorthin, wo ich gebraucht wurde, nicht wahr? Meine Dienste bot ich Fürst Raedric für einen Hungerlohn an. Einen bescheidenen Hungerlohn. Meine Aufgabe war die Untersuchung der Fürstin. Ich sollte herausfinden, warum die Götter für unpassend befunden hatten, ihren Leib zu vergiften. Oh, monatelang studierte ich sie. Ich suchte mich dumm und dämlich nach Unreinheiten. Ich prüfte ihre Valenz und die Durchlässigkeit ihrer Essenz. Und weißt du, was ich fand? Erzähl es mir. Sie schüttelte den Kopf. Nichts fand ich. Gar nichts. Eine von Kopf bis Fuß gesunde Frau, die mit einer schönen Seele gesegnet war. Noch dazu war sie eine reizende Frau. Demütig, aber warmherzig. Nach ein paar Monaten aber verlangte der Fürst des Hauses Antworten. Anfangs erzählte ich ihm noch, was er hören wollte. Oh ja, mein Fürst, sie ist voller Missverhältnisse. Ich brauche Zeit, um sie zu heilen. Als die Geburt nahte, wurde er immer ungeduldiger, wie es bei einem Fürst so ist. Und schließlich bin ich hier gelandet. Was ist ein Beseeler? Ein Student der Seele. Etwas so Grundlegendes, trotzdem so wenig verstanden wird. Aber während meines Lebens sind so viele Durchbrüche erzielt worden. Sie kichern. Wurden, meine ich, wurden. Wenn man die Einheimischen fragt, sind wir nur eine Bande von Seelenjägern, die auf die geistig Schwachen abgesehen haben. Und auf die Schlimmsten von uns trifft das auch zu. Aber unsere Besten, die Besten... Erleuchter, Wunderwerke! Meine Eltern waren Seelenzwillinge, und bis sie sich trafen, ging es ihnen jämmerlich. Sie waren innerlich leer. Erst ein Beseeler half ihnen, zueinander zu finden. Er hat ihre Leben zum Besseren gewendet. Du würdest die Geschichten kaum glauben. Amnesiax half dabei, sich an ihre Leben zu erinnern, brachte sie Selbstmordgefährdeten zurück vom Rande der Vergessenheit. Die Älteren nahmen sich extra Zeit für ihren Abschied. Oh, wie schnell wir vergessen, wenn wir Angst haben. Es ist faszinierende Wissenschaft. Ist das nicht eine faszinierende Zeit, um im Dirwald zu leben? Einem Ort, an dem die Forschung nicht länger kontrolliert wird? Ich liebte die Valianischen Republiken aus vielerlei Gründen. Aber ich fürchte, ihre Übervorsichtigkeit in der letzten Zeit wird sie ins Hintertreffen geraten lassen. Leb wohl. Auf Wiedersehen, Schätzchen. Es war ein schöner Besuch. Caldera schließt ihre Augen, worauf ihr Kopf nach vorne über den Galgenstück sinkt, und deine Umgebung scheint sich von einem unbekannten Warteort wieder in deine Wahrnehmung einzublenden. Alos sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an. Bist du in Ordnung? Gerade noch schienst du verloren zu sein. Ich bin ein Wächter. Seine hochgezogenen Augenbrauen ziehen sich unter seiner Kapuze zurück. Nun gut, das ist interessant. Er grinst dich schlitzohrig an. Und das hat vermutlich etwas mit den Völkengestalten in Ruin zu tun, was? Auf jeden Fall weiß ich deine Aufrichtigkeit zu schätzen. Da wir zusammenreißen, ist es wahrscheinlich weise, dass wir diese Dinge miteinander teilen. Weißt du etwas über die Wächter? Nur, dass es nur wenige gibt und dass sie die einzigartigsten Ansichten in bestimmte Seelenzustände haben. Er hustet. So wie du gerade unter Beweis gestellt hast.
Lass uns fortfahren. Ja. Wurde abermals mal wieder etwas länger, als ich gedacht habe, aber so ein Gespräch mit einer Toten muss natürlich auch zu Ende geführt werden. Also gut, mit diesen sehr merkwürdigen Erkenntnissen über unsere Seelenwächterfähigkeit lassen wir diese Folge dann mal ausklingen, und was es damit genau auf sich hat, diese mysteriöse Burg und was nicht alles, das sehen wir in der nächsten und der übernächsten und der was nicht Folge. Bis dahin verabschiede ich mich natürlich mal wieder. Euer Bade. Tschüssi.